Alles, was sie haben, sind doch keine Hindernisse, außer wir wollen es so sehen, sondern es sind doch Möglichkeiten. Wir müssen volle Verantwortung übernehmen. Ich habe vor Jahren eine Frau eingeladen, sie heißt Ella Williams, mit mir zusammen einen großen Frauenkongress zu veranstalten, tausende Frauen. Ella Williams hat ihre Geschichte erzählt und sie hat gesagt, dass sie als Kind immer von ihrem Vater schlimmstens verprügelt wurde. Schlimm. Die Mutter auch. Der Vater sagte immer, keep them barefoot and pregnant über Frauen. Halte sie barfuß und schwanger, also ein Typ. Der hat ihr das ganze Kind, die ganze Kindheit und Jugend hinweg immer verprügelt. Und um der Hölle zu entkommen, hat sie mit 18 dann geheiratet, den Erstbesten, und der hat sie auch verprügelt. Hat sich nach 6 Monaten scheiden lassen, hat den Nächsten geheiratet, hat sie auch verprügelt. Dann hat sie gesagt, es ist ja egal, wohin ich gehe, ich werde immer verprügelt. Also ist sie bei dem geblieben, 10 Jahre, und hat diese Tortur erduldet. Nach 10 Jahren hatte sie endlich den Mut und hat dann gesagt, ich lasse mich scheiden, hat sich scheiden lassen. Aber der Typ hat ihr weiter aufgelauert, hat sie verprügelt, wenn er sie gekriegt hat. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ich muss mal überlegen, was ist eigentlich mein Leben? Und dann hat sie sich auf so eine Treppe gesetzt und hat mal Bilanz gezogen. Und es ist gut, mal Bilanz zu ziehen. Was kann ich? Nix. Keine Schulbildung. Wen kenne ich? Keine guten Leute. Psychisch am Ende. Gesundheitlich am Ende. Schulden. Und 2 kleine Kinder. Und als sie das sich bewusst machte, da fing sie hemmungslos an zu weinen. Stunden geweint. Stunden. Und dann sind ihr irgendwann die Tränen getrocknet. Und dann hat sie aus irgendeinem Grund gesehen, dass die Sonne scheint. Und hat dann gesagt, mich wird niemals mehr jemand im Leben schlagen. Von jetzt ab soll die Sonne auf mein Leben scheinen. Und dann ist sie aufgesprungen, richtig, und hat gesagt, ich werde jetzt Unternehmer. Sie wusste ja nicht, wie das geht. Es hat 3 Jahre gedauert, bis sie ihr Unternehmen gegründet hat. Und noch 3 Jahre, bis sie den ersten Auftrag hatte. Da denken wir manchmal, wir haben es schwer. Und noch 3 Jahre, da ist sie gewählt worden zur Unternehmerin des Jahres in den Vereinigten Staaten. Weil die Kurve so ging. Sie ist zur Frau des Jahres gewählt worden und zum Unternehmer des Jahres, war die erste schwarze Frau, die im Weißen Haus mit dem Präsidenten zu Abend gegessen hat. Ella Williams. Was eine coole Geschichte. Da habe ich sie gefragt, als sie die Geschichte erzählt hat, sag mal Ella, wie hast du das eigentlich geschafft, trotz deiner 2 kleinen Kinder? Weil ich ja weiß, dass Menschen mir ihre Ausreden präsentieren, ohne zu wissen, dass es Ausreden sind. Es sind ja Nöte, die sagen mir, Herr Schäfer, ich bin zu jung, zu alt, ich bin zu krank, zu was weiß ich was, zu pleite. Und deswegen habe ich sie gefragt, wie hast du das geschafft, trotz deiner 2 kleinen Kinder? Und da hat sie mich angebrüllt als Antwort. Nicht trotz meiner Kinder, wegen meiner Kinder. Und da habe ich es tief verstanden. Meine lieben Freunde, Kinder sind doch kein Hindernis. Kinder sind doch ein Grund, erst recht unser Bestes zu geben in diese Welt. Alles, was sie haben, sind doch keine Hindernisse, außer wir wollen es so sehen. Sondern es sind doch Möglichkeiten, etwas mit der Welt zu teilen. Dann sag doch, mir geht so und so, und trotzdem, nicht trotzdem, sondern wegen, wegen, deswegen, wegen. Das ist so tief, das zu verstehen. Das nimmt uns alle Ausreden. Und dann ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir uns verpflichten, dann werden wir wachsen. Wenn wir uns nicht verpflichten, dann werden unsere Ausreden wachsen. Wenn wir uns verpflichten, werden wir wachsen. Wenn wir uns nicht verpflichten, werden unsere Ausreden wachsen. Wir müssen volle Verantwortung übernehmen. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die lehnen Verantwortung ab. Die suchen immer nach Ausreden. Ich nenne sie Enten.
Und dann gibt es Menschen, die übernehmen volle Verantwortung, die suchen nach Lösungen. Die könnten auch Ausreden gebrauchen, tun die aber nicht. Die suchen Lösungen, die wollen die Energie für Lösungen. Ich nenne sie Adler. Ich habe das, vor Jahren bin ich da drauf gekommen, als ich mich mit einem Freund verabredet habe, joggen zu gehen, jeden Morgen um 8. Jeden Morgen um 8 an einem See. Ich war da. Der nicht. Der kam jeden Morgen zu spät. Jeden Morgen, immer. Jeden Morgen. Kennen Sie Menschen, die immer zu spät kommen? Die haben oft Ausreden, stimmt's? Der hat immer Ausreden erzählt. Und im Hintergrund schnatterten die Enten. Und wieder Ausreden, schnatterten die Enten. Und irgendwann mal habe ich gesagt, als er wieder mit so Wahnsinns-Ausreden ankam, weißt du was? Quak, 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 quak. Da war das Bild für mich geboren. Enten schnattern Ausreden, Adler suchen Lösungen. Ich bin mal nach Atlanta geflogen und da hatte ich so eine Hotelreservierung ausgedruckt. Und mit der Hotelreservierung bin ich zur Rezeption. Kommt eine Rezeptionistin auf mich zu, die eine Ente war. Woher weiß ich, dass es eine Ente war? Die laufen schon so. Ist sie irgendwann bei mir? Ja. Guckt sich meine Reservierungsbestätigung an, guckt im Computer und sagt, tut mir leid, wir sind vollkommen ausgebucht und geht wieder weg. Ich stehe da ein bisschen. Kommt sie so nach einer kurzen Zeit wieder, sagte, Sie sind ja immer noch da. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sind ausgebucht. Habe ich gesagt, ja, natürlich bin ich hier. Ich will ja hier schlafen, da muss ich ja noch ein bisschen bleiben. Sagt sie, zeigen Sie mir doch mal Ihre Reservierungsbestätigung, sagt sie, ja, das nützt Ihnen gar nichts und gibt sie mir zurück. Sag ich, aber da steht's doch. Sagt sie, ja, soll ich mir denn ein Zimmer aus den Rippen ziehen? Man merkt, wenn ein Gespräch nicht wirklich zielführend ist, also habe ich gesagt, bringen Sie mir bitte jemand anders, mit dem ich sprechen kann. Geht sie da so in diese Richtung? Sag ich, stopp, gehen Sie da nicht hin. Wissen Sie warum? Die ging da auf so eine Tür zu. Enten gehen immer zu einer nächsten Gruppe von Enten. Die wäre garantiert mit einer Ente zurückgekommen. Hinter der Tür war garantiert ein Ententeich. Also habe ich gesagt, bringen Sie mir einen Adler. Ein was? Einer, der nicht schon weiß, wie es nicht geht, sondern jemand, der Lösungen sucht. Sagt sie, ach der, guck mal, die sind bekannt. Dann kommt sie mit einem jungen Mann wieder und das war wirklich ein Adler, ein echter Adler. Der guckt sich meine Bestätigung an, guckt im Computer, sagt, wir sind wirklich ausgebucht. Komma, da ist kein Punkt. Nach dem Komma kommt die Lösung. Oh, der redet weiter, ich freue mich, sagt der Schäfer, ich schlage Ihnen Folgendes vor. Ich suche in den umliegenden Hotels nach einer super Suite, in die wir Sie auf meine Kosten upgraden können. Und während ich suche, lade ich Sie auch auf unsere Kosten in unserem besten Restaurant zum Essen ein. Das ist ein Adler, oder? Das ist cool. Adler, ich hoffe, er hört das. Um dem müssen wir uns keine Gedanken machen. Dem gehört jetzt wahrscheinlich der Laden. Und die Ente ist entlassen. Und die sagt dann, die mochten meine Augen nicht. Zwei Tipps. Der eine Tipp, sei keine Ente, sei ein Adler. Sei ein Adler. Wir haben das beides in uns. Da ist immer mal eine kleine Ente. Ich habe das, Sie haben das. Der Adler muss gewinnen in uns. Der Riese muss gewinnen. Das ist so wichtig. Und der zweite Tipp, wer von Ihnen ist Unternehmer? Okay? Stellen Sie keine Enten ein. Ja, sagt jemand, aber die Enten kann man ja motivieren. Aber ich sage, dann hast du nur eine motivierte Ente. Also, schauen Sie mal nach links und rechts, wie viele Adler sehen Sie?